So, und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Minecraft hier im Tesh World 2 mit meinem Tinoschen. Hi Randy und hi Leute. Ja, so. Tino sagt mal einen Plan an, was wir beim letzten Mal vergessen haben. Genau, also wir wollen ja den Quarry optimieren, dass der viel schneller läuft und vor allen Dingen, dass der mit Charcoal läuft, was wir ja massenhaft haben, weil Lava sieht zurzeit noch ein bisschen dünn aus. Und dazu brauchen wir aber, weil wir Steam Dynamos benutzen wollen, diesen Aqueous Akkumulator. So, das gute Stück, da brauchen wir Glas, wir brauchen Pneumatik-Servo, Maschinenframe. Zinn, aber ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir noch einen. Gesundheit. Oh, Entschuldigung. Jetzt hat es mir fast das Headset vom Kopf gewickelt. So. Auf jeden Fall haben wir den Maschinenframe. Was war's noch? Jetzt habe ich es vergessen. Ach so, den Pneumatik-Servo haben wir. Ey, du. Hast du eine Meiße? Alter! Gerade mal gefunden, Entschuldigung. Wo hast du das jetzt gefunden? Ne, der scheiß Kiste da drinnen. Was war denn da drin? Der Feuerzeug. Ach, och, du hast mich angezündet. Na, was hast du gedacht? Wo hast du die? Ach, hier sind ein Maschinenframe. Hol mal bitte zwei Zinn. Ja. Aqueous Akkumulator, zwei Zinn, zwei Glas. Bei Klaas habe ich. Muss ich gerade mal überlegen, wie das Zinn hier drin kleiner mal ist. Tin. Zinn, ne? Ja. Bei Zinn, was noch? Glas hast du, Zinn hast du. Ja. Das war's. Das war's. Na dann. So, okay, schmeiß mal, Moment. Unten links und rechts Zinn, oben drüber links und rechts Glas. Genau. Super. Aqueous Akkumulator haben wir auch. Ich habe gerade gesehen, wir haben hier noch ein Kappa-Upgrade. Das haben wir nämlich in unserem Fertilizer oben in der Baumfarm gar nicht drin. Und wir brauchen zwei neue Kisten, da zeige ich euch auch gleich warum. Und zwar Ja, guck hast mal du auch einmal schon hier von mir raus. gekriegt, oder? Ja. Und zwar haben wir hier ein kleines Problem. Ja, kannst ja mal in die Kiste reingucken. Ja, voll, ne? Ja, ziemlich full du. Okay, ich überlege nur gerade. Ja, warte mal, da kann ich dir was Hübsches auswählen. Wenn's gehen würde. Ah ja, das ist ja nice. So, zack, zack. Sieht halt Minecraft realistisch aus. Warte, schon mal noch schnell zwei Stone-Leitungen. Fluppdiwupp. Leitung, 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 Leitung. Die waren hier oben. Cobblestone Transportpipe. Vier Stück müssten ja reichen. So. Okay, kloppen wir die einmal weg. Und. Falscher. So. Supi. Sehr schön. So, kannst in die nächste Kiste fließen. So, und dann gehen wir erstmal nach oben. Wie sieht's hier aus? Auf unserer Baumfarm. Irgendwie hat er keine Lust zurzeit. Schmeißen hier mal das Upgrade rein. Ich weiß nicht, ob da hat er keinen Strom oder was ist hier los? Mit dem Schalter hat es nichts zu tun. Ich habe ihn gerade schon mal reaktiviert. Hier ist irgendwie hier hängt's gerade mit dem Strom. Na, ist egal. Nicht so dramatisch. Wir bauen erstmal den Quarry. Fertig. Weil der hat dann genug Strom. Zwei Buckets habe ich. Leitung habe ich. Noch irgendwas? Nö. Ich glaub mal nicht, du. So. Zarab, zarab. Und blups. So, dann brauchen wir erstmal den Platz. Ich schmeiß mal hier die Fackel hin. Nicht kaputt machen. Alter Rowdy. Nicht kaputt. Moment. So, zack. Setz mal bitte hier auf die Ecken noch einen Block Erde. Dann schmeißen wir hier in die Mitte unseren Aquafuzzi rein. Schon mal schnell eben zwei Wasser. Zwei Eimer Wasser. Oder zwei Wassereimer. Würde ja auch gehen, ne? Ja, kannst halten, wie du willst. Ich meine, Wasser haben wir ja hier genug. So ist es ja nicht. Genau, nur irgendwie haben wir nur fließendes. So, hier haben wir zwei. Na, komm's her. Zap, zap, zap. So, so. Was machst denn du? Keine Ahnung, Alter, da kommt so. Zerstörungswütiger. Also mit Zerstörung natürlich, dass alles mal ein Beleben aussieht. Was Sieht hat doch er hier? scheiße aus. Ja, dann mach halt eben. Solltest auf die Ecken setzen. Nicht oben Was denken, was drauf. das hier Da, sind? auf die Ecken.
Ach du in deine Ecken hier. Zack. Ordnung muss sein. So, jetzt haben wir den schon mal eingeschlossen. Theoretisch müsste der sich mit Wasser füllen. Das tut er auch. Dann können wir unsere Fluiduct nehmen und schmeißen die einmal hier oben drauf. So, wir gucken mal, ob es so reicht. Theoretisch sollte es Fluid das. Water. Ah ja, okay. Immer schön, das hat. Es kommt schön von rechts reingeflogen. Genau, so, zack, ist zwar ein bisschen. Sieht Moment. eigenartig aus, aber ja. Na, sieht so besser aus. So ist besser, oder? Und es regnet. Das kann doch nicht mehr wahr sein, oder? So, der hat Wasser, der hat Wasser. Der hat Wasser, der hat Wasser. Okay, dann klatschen wir hier mal die Charcoal rein. Kannst du mal drüben in die Zweier. Oh. Arbeitet da schon wieder der Sack? Jawohl. Jawohl. So muss das. So, die bauen jetzt quasi Steam auf. Und du siehst, der Quarry ist auf jeden Fall bedeutend schneller wie vorher. Weil der rennt nämlich, oder beziehungsweise der zieht schon mal schön durchgehend. Also vorher lief er ja so abgehakt, so blub, 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 weißt du wie? Ja, jetzt lässt er schon mal Ja, durchgehend. und jetzt zieht er mal richtig schön durchgehend. So, das heißt, hier wird es in der Kiste auch gleich schön rieseln. Die Charcoal können wir mal hier in die Kiste noch mit reinschmeißen. Hast du Holz? Nö, kann ich auch auf die Schnelle holen, dass wir uns noch ein paar Kisten bauen, wa? Naja. Ja oder ja? Warte mal, Lead nehme ich erstmal mit. Zinn. Was haben wir hier noch? Aluminium, Candium. Okay. Nee, brauchen wir nicht. Warum nicht? So, nee. Goldgravier, aha. So, okay, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Und dann tun wir mal, machen wir mal das, was wir hätten schon lange tun sollen. Und zwar, weswegen wir überhaupt auch in den Neta gegangen sind. Und ich habe echt Hunger, Rendi. Wie sieht denn das mit deiner Weizenfarm aus? Oh, ja, ne, ich hab Brot. Oh, das ist mein Brot. Aha. Hey, Christian, welche? Warte. Her damit. Eins. Eins. Okay. So. Das, was wir schon lange machen wollten, nämlich uns ein Jetpack bauen. Und deswegen sind wir ja in den Neta gereist, weil wir ja dafür Glowstone brauchen. Ihr könnt euch bestimmt noch dran erinnern. Aber wir können ja mal ganz kurz hier durchgucken. Was haben wir denn jetzt alles für Thermal Expansion? Da haben wir ja hier schon mal einige Maschinen schon gebaut. Was haben wir denn noch? Wir hätten den Redstone Furnace, haben wir den Pulverizer, die Sawmill hätten wir noch. Das gute Stück kann einfach nur. Kann man sich das denn anzeigen lassen? Moment mal. Irgendwo könnte man sich das doch anzeigen lassen. Nee, geht irgendwie nicht. Sommel ist, glaube ich, die Macht aus einer. Entweder aus einem Baumstamm, glaube ich, sechs Planken. Ja, ich glaube, aus einem Baumstamm sechs Planken. Anstatt wie normal nur vier. Induction Smelter. Hammer. Nee, au, Induction Smelter. Nee, Induction Smelter. Haben wir den? Moment. Ja, Induction Smelter haben wir. Ich bin. Ach, das habe ich gerade verwechselt. Magma Crucible, Fluid-Transposer haben wir. Diesen Galaxial-Brissipillator, den haben wir nicht, aber wenn mich nicht alles täuscht, der erzeugt auch einfach nur Eis oder Snowballs. Den brauchen wir eigentlich nicht. Dann Igneous Extruder, den haben wir auch. Den haben wir auch. Diesen Cyclic Assembler. Was der gerade macht, keine Ahnung. Energetic Infuser. Den werden wir uns noch bauen, weil. Da Was? können wir dann unsere Jetpack zum Beispiel aufladen. Machinist Workbench, Activator, Smasher und so weiter und so Also fort. diesen Forge-Chest Hammer, Den was? diesen Vor-Krog-Hammer, diesen Scheiß-Hammer. Da. Den Hammer, ja. Diesen Stone Also Hammer. der, ja, kannst du mir den geben? Ich finde, das ist zwar keine gute Idee, aber okay. Nee, 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 den Forge-Dings da. Ah, du meinst den Crescent Hammer. Nee. Da, warte mal. Ja, das war deiner, den will ich nicht. Den Crescent Hammer habe ich dir gerade gegeben, den blauen. Nee, ich hätte aber gern von dir den Ach so, Vorgehammer. ja, den Forge Hammer. Sag das doch. Ingot. Gib mir mal den Crescent Hammer wieder. Der Forge Hammer liegt hier unten in der Kiste. Crescent Hammer? Nee, das ist doch meiner. Ah nee, ich hab zwei hier. So, und wir bauen jetzt als allererstes mal ein Jetpack. Jet. Pack.
Jetpack? Hallo? Jetpack? Ach ja. So, Electric Jetpack. Jetpack? Electric Jetpack? Ich bin da im Übrigen schon dabei, ob du es glaubst oder Ethanol, nicht. Electric Jetpack. Welches baust du? Jetzt verstehe ich das, okay. Also wir bauen Das, das ist Elekt... das schlimm, wenn ich jetzt gerade so 25 Eisen verschwendet habe? Für was? Naja, ich wollte im Endeffekt diesen Cutter bauen. Aber ich brauche ja für den Cutter nicht 25 solche Eisenbleche, sondern nur 3. Okay. Ja. Aber diese Eisen-Iron-Item-Casings, die brauchen wir sowieso. Ja, na dann Die liegen auch noch hier drin übrigens. Achso, naja, dann Iron kann man ja Plates. nicht von Verschwendung reden, würde ich mal sagen. So, warte mal. Also wir brauchen Electric Jetpack. Wir brauchen 8 Iron Item Casings. So, stopp. Bevor du jetzt irgendwas machst, nimmst du mal Ja. den Hammer. Ja. Quatsch. Viel Spaß damit. Den Moment. Hammer. So. Legst den da rein. Zack. Achso, jetzt haben wir, das verdoppelt sich immer. Hast du die jetzt genommen? Was? Die Item Casings? Ich habe jetzt gar nichts genommen. Ah, okay. 8. So, dann brauchen wir Advanced Circuit. Also wir brauchen erstmal einen normalen Circuit. Das heißt, wir brauchen Kupferkabel. Gut, wir haben hier Rubber. Moment. Haben wir jetzt Rubber hier schon fertig? Ne, haben wir nicht fertig. Das heißt, in unserem Redstone-Furnace können wir mal ein bisschen Rubber reinschmeißen. Und wir brauchen Kupferkabel. Weißt du, wie man die Ist das herstellt? dieses Onion, so matted copper cable? Ja, da brauche ich im Endeffekt so eine Kupferplatte, wie ich sie gerade gebaut habe, halt bloß aus Und einen Kupfer und Cutter. diesen Cutter, ne? Cutter Ja, habe ich. Gut, dann diese Kupferplatte, die kriege ich hin. Das ist jetzt nicht das Problem. Na, dann bauen wir Kupferplatten. Wie viel brauchen wir da davon? Also gib mir mal bitte den Cutter. Wir kriegen da 2 Stück raus aus einer Platte. 6 brauchen wir, 12, 6 Platten brauchen wir. Was willst du haben? Den Cutter. Ja, bau doch erstmal deine Kupferplatten. Ich kann den Cutter dann reinlegen. So, alles klar. Wie viel brauchst du? 6er? Mach mal 6 Platten. Okay, jetzt legst du die Platten rein. So. Kannst du schon mal rausnehmen alle. Dann legst du die bitte wieder rein. Ja. Rubber dazu. Kannst dir die 12 isolierten Kabel rausnehmen. Und dann brauchen wir ein Iron Blade, ein Redstone. Das habe ich. Iron Blade habe ich, Redstone habe ich. Dann leg mal bitte oben 3 und unten 3 Kabel rein. Unten und davon immer 2 Stück. So quasi. So, und da haben wir schon mal zwei Electronic Circuits. Die kannst du rausnehmen. Advanced Lapis Glowstone. Glowstone hast du hier. Lapis Glowstone habe ich. So, Moment. Ich glaube, das war so gewesen. Leg mal bitte die in die Mitte rein. Ja, warte. Nicht rausnehmen. Ach, ein Glowstone noch. Ach, nicht ein Glowstone, ein Redstone. Lapis und das. Okay. Hast du? So, jetzt haben wir die 2. Jetzt brauchen wir erstmal 2 Bedboxen. Um Bedboxen herzustellen, brauchen wir RE-Batterien. Und zwar brauchen wir davon unglaublicherweise 6 Stück. Das heißt, wir brauchen Zinn-Items-Casings für eine RE-Batterie 4 Stück. 4 mal 6, 6, 12, 18, 24. Wir brauchen 12 Kupfer. Blattgemachte Zinn, Entschuldigung, Zinn. Ja, 12. 12 mal Zinn. Mach mal 13, bitte. Eine Unglückszahl. Ja, ich weiß. Dann nimm 14. Halt. 13. Okay, jo. Hast du alle? Jo. Dann leg die nochmal rein. Da machst du jetzt. Also so viel wie gehen, eine Platte müsste übrig bleiben. Okay, jetzt brauchen wir nur einen Hammer. Moment, baue ich eben schnell. Ah ja, die Technik. Hast du noch einen Iron? Ja. Yep. Legen wir unten rein. Ja, da ist dein Hammer. Und hier kannst du wieder drauf rumrödeln. So, eine Platte bleibt über. Was ist denn jetzt da? Nicht wirklich.
Nicht wirklich. Wie viele Platten hast du da jetzt? 26. Okay, dann mach mal bitte, leg mal bitte noch ein Zinn rein. Dum, 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 dum. Moment, zack. Den Cutter. Warte, brauchen wir noch einen Rubber. Brauchen zwar nur zwei, das würde quasi also Rubber habe reichen. ich noch und massieren. Durchgeschmolzenes Rubber, also dieses. Ach, Rubber! Nee, Entschuldigung. Ja, Körper verstanden. Ne, nicht Kapper. So, jetzt leg mal bitte die Zinnplatten immer links und rechts. Also, ne, da so, da wo die Kabel jetzt liegen. Okay. So. Nein, links und rechts. Unten auch bitte. Na, leg mal alle rein. Alle Na klar, wir Posten. brauchen ja sechs dieser RE-Batterien. Genau. Brauchen wir Holz. Okay. Ja. Ach so, warte mal, warte mal. Ah, Scheiße, hab einen Fehler gemacht. Leg nochmal Zinn rein, bitte. Also ich habe auch noch zwei hier, ne? Nee, die brauche ich nicht. Normales Zinn. Wie viel? Ja, leg halt, ja. So, jetzt haben wir 50, den Cutter. So. So. Rubber, rubber, rubber. Ach, scheiß Rubber. Rein damit. So. Gut, dann. So, jetzt haben wir schon mal sechs davon. Okay. Dann brauchen wir Holz, also Holzplanken. Ach, wir brauchen. Nee, passt. Holzplanken. Gerade. Na komm. Hier? Da legst du jeweils zwei Stück überall da, wo frei ist, rein. Ja gut, dann müsste ich aber erstmal Holzplanken produzieren. Ich habe nur stinknormales Holz. Wir haben keine Holzplanken mehr vorrat, oder? Doch oben, aber ist egal, mach hier. Ups. Gut. Wo jetzt rein damit? Alles, was frei ist, zwei Stück. So, haben wir zwei Bettboxen. Sehr schön. Jetzt brauchen wir die Iron Casings. Die habe ich. Glowstone. So, dann leg mal bitte oben rein diese Advanced Circuits. Da Bedbox, einmal zwei, ach, die sind nicht stackbar, okay. Dann 1, 2, 1, 2. So rum. Und Close Down. 1, 2, 1, 2. Das ist deins. Und das ist meins. So, jetzt brauchen wir aber noch. Jetzt müssen wir mal schauen. Longfall, weil das Problem ist, fliegen tut eben weh, wenn wir wieder landen wollen, ne? Longfall Boots, wie viele Diamanten haben wir noch? Oh, wir bräuchten 8 Oder? Diamanten für zwei Paar Longfall Boots. So, Achso, Diamanten. die sind unten, oder? Wo sind halt die Sieben! unten? Aha, wir haben nur sieben. Wie viele brauchen wir? 8. Okay, macht nichts. Machen wir einmal Longfall Boots und einmal normale Obsidian. Und Iron. Obsidian. War es jetzt einmal Obsidian? Nimm's einfach mit, wir haben ja jetzt genug. Ja, ich bräuchte noch Obsidian. Das liegt aber Ah. allerdings am Quarry. Oh ja, ich lauf schon. Das ist sehr liebenswürdig von dir. Oh, sogar gewürzig, unser Baumform arbeitet auch mal wieder. Ernsthaft? Ja. Naja, so ist sie auch. So, das brauchen wir gerade nicht. Den Krebel können wir auch wieder auslernen. So. So. Okay. Rubber können wir hier auch reinschmeißen. Da können wir hier das auf jeden Fall noch durchbrutzeln. Dass wir mal ein bisschen was auf Tasche haben davon, nicht wahr? Richtig. Alright. So, das mit allem durch. Das sieht alles gut aus.
Schön, dass da jetzt Kohle en masse abbaut. Kohle? Ja, naja, klar. So. Aber ich kann gerade mal noch hier bleiben und auffüllen. Was denn auffüllen? Die Kohle kannst du wieder reinstecken, ja. Kannst du wieder. Also wir haben aber noch Scharkohle. Nimm mal die bitte. Ja, ich habe ja auch die ganze Scharkohle hier. Schade, ich sollte doch von dir aus 4 Stacks mitbringen, aber. Ich weiß, was die Baumform hier für Probleme hat. Die mal arbeitet man nicht. Also Naja, aber er hat machen. schon wieder reichlich produziert. Ach, hier kommt er auch noch. Gut. So. Blups. Okay. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Jetpack. So, was wollen wir noch bauen? Und zwar, wir brauchen jetzt erstmal, wie gesagt, diese Longfall Boots. Dann können wir noch Rubber Boots bauen. Erstmal Wolle. Das ist bestimmt wieder das, was wir nicht haben, oder? Bin schon dabei. Wolle? Wolle. Na, warte mal, ich glaube, wir haben sogar noch welche. Ah, wir haben noch Wolle. So, boah, es wird Zeit für ein ME-System, ey. Boah, wir sind bei 21:12 so irgendwo. Dass wir mal hier Applied Energistics kriegen, ja. So, habe ich vernommen. So, einmal Rubber Boots. Okay. Ja, im E-System, wenn das Ding jetzt weiter hier so shiftet, brauchen wir so oder so eins, weil das Kommst kriegen du? Gästen hier schlecht. Ich komme sofort, ich bin gerade ja noch bei den Schafen. Nee, ich hab Wolle. Hab schon gesagt. Was? So. Nehme ich trotzdem noch Hühnerfleisch und Eier mit, so. Ah ja, Willst ist du ja was in gerne. den Magen Ah ja, ist gerne, Mutter. haben? So, Moment, einmal die Longfall Boots. Longfall Boots. Longfall. Oh. Ach, das ist mit diesem Doppel-W und springst doch für den Arsch. Sobald der Ocean wieder dagegen knallt, lass das. So. Okay, also Diamant, Obsidian und Iron. Iron. Rips, Rips, Hier Rips, bin ich. Rips. Dann steck mal bitte oben noch einen Obsidian rein. So, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hier. Ja, friss. Friss oder stirb. Rubber So. Boots habe ich jetzt. Ja, du hast Rubber Boots. Ich habe Longfall Boots. Danke. Wir brauchen noch ein Dia. Dann kriegst du auch Longfall Boots. Beziehungsweise ich kann dir die ja nachher mal geben. Aber wir sind ja mit dem Part durch. Also die Rubber Boots und die Longfall Boots, das ist ungefähr dasselbe. Es ist einfach nur, um von Höhe deinen Schaden zu minimieren. Nur, dass Also. du mit diesen Longfall Boots einfach höher kannst, also von weiter oben runterfliegen kannst. Aber dieses Jetpack ist jetzt eh noch nicht so der Reißer. Das Jetpack funktioniert übrigens auch nicht. Ich weiß, keine Energie drauf. Genau. So, ich überlege nur gerade, wo wir das mal schnell aufladen könnten. Nirgendwo gerade. Okay, dann müssen wir das auch im nächsten Part tun. Da bauen wir uns nämlich im nächsten Part einfach. Moment. Im nächsten Part einfach diesen Energetik-Infuser. Der ist relativ easy und da seht ihr schon, da ist eine Lithium-Energy-Zelle drin. Und da können wir dann unser Jetpack immer schön aufladen. Der ist dann schön vollgepumpt mit Energie. Ja, und ich würde sagen, das war es erstmal gewesen für diesen Part. Und der Randy hat die Ehre, weil er hat ja auch anmoderiert, nicht? Sehr freundlich. Ja, das sehen wir uns dann dementsprechend im nächsten Part wieder, sprich am Dienstag. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst eine positive Bewertung in Form eines Däumchens. Ihr wisst Bescheid. Sieht das nicht erotisch aus, so rückwärts mit dem Arsch rausgestreckt in den Jetpack? Ne, oh, wunderbar. Sau erotisch. Also Sau ich steck dir erotisch. meinen Crescent Hammer rein. Ja, wunderbar, Tilo. Oder Danke. hier. Ah. Ah. Alright. So, wir nehmen noch auf übrigens. Ja, ich weiß. Wir sehen uns dann dementsprechend am Dienstag wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss Leute, haut rein.